Wir sind hier in Niederhummel in der Tagwerk Biometzgerei. Die befindet sich im Landkreis Freising. Wir haben unsere Landwirte in einem sehr nahen Umkreis. Ganz, ganz viele sind unter 50 Kilometer entfernt von der Metzgerei aus Demeter, Bioland, Naturland, Biokreis. Diese vier Verbände sind Voraussetzung, dass unsere Landwirte hier einliefern dürfen. Die Landwirte machen das selbst. Dadurch sind die Tiere nicht gestresst. Die kommen hier mit den gewohnten Personen an und werden hier bei uns im Stall verbracht, übernachten bei uns in einem luftigen Stall, in einem schönen Stall mit Stroh, mit Heu. Die haben zu fressen, die haben zu trinken und werden am Tag darauf dann ganz entspannt geschlachtet. Wir haben auch nicht so eine große Anzahl von Schlachttieren. Das heißt, wir können auch langsam und ruhig schlachten, ohne die Tiere zu stressen. Dadurch, dass wir jetzt eine Eigenschlachtung haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Warmzerlegung vorzunehmen. Das bedeutet, wir haben ein Zeitfenster von einer Stunde beim Schweinezerlegen. Das heißt, wir zerlegen meist die Vorderviertel und das Fleisch, was wir da gewinnen, wird gewolft und gesalzen. Und mit diesem Fleisch können wir dann, wir nennen es Schrot, können wir dann den Leberkäse kuttern. Also die Inhaltsstoffe vom Leberkäse wären dann einmal Schweinefleisch, dann der Schweineschrot, den wir bei der Warmzerlegung gewonnen haben, dazu Speck, Salz und Gewürze. Der Leberkäse ist natürlich hier in Bayern ein Premiumprodukt, das eigentlich schon als Nationalgericht angesehen werden kann. Wir haben noch eine Besonderheit, wir verwenden kein Nitritbügelsalz. Das heißt, wir müssen diese Farbe, die ansprechende rote Farbe, die man beim Leberkäse erwartet, anderweitig herholen. Das machen wir über Gemüsesäfte. In dem Fall über rote Beetesaft, den wir auch beim Kuttern zusetzen. Ganz wichtig ist für uns die angestrebte Ganztierverwertung. Das gehört auch zur Wertschätzung der Tiere, dass man das ganze Tier verwertet. Deswegen sind wir auch sehr bestrebt, in erster Linie auch unsere Wurst zu vermarkten. Kaufen kann man unseren leckeren Leberkäse und die anderen Würste bei uns im Laden von der Metzgerei, in den Tagwerk Biomärkten, im Biofachhandel, in München auch bei unserem Partner Vollkörner, bei den Ökokisten oder auch auf Wochenmärkten, wo unser Marktwagen auch öfters ist. Ja, der Leberkäse, der ist natürlich ein klassisches Gericht bei uns in Bayern. Deswegen sind wir jetzt auch sehr, sehr stolz, dass wir dafür auch eine Medaille bekommen haben. Der bayerische Leberkäse ist ja auch nochmal ein spezieller Leberkäse. Und unsere Fleischtechnikerin, die Siglinde Schütz, hat da ein wunderbares Rezept kreiert. Und der schmeckt einfach nur gut.